Digga, das Letzte, was mir gerade in den Kopf kommt. Das ist der beste Buff, den Ryze für Low-Elo-Rengar-Spieler machen kann. Ey, ihr Piss-Low-Elos, ihr könnt jetzt Rengar spielen, ohne im Jungle zu sterben. Ich glaube, das wird sogar genervt. 50 bis 100 Damage ist viel zu viel, Mann. Denn ihr dürft hierbei nicht vergessen, da ist so viel Damage drauf, dass Tiamat nicht zu kaufen, nicht mehr so arg gepunished wird im Clear. Es macht die Option von Fero W tatsächlich. Digga, Leute, ich gehe gleich Rengar spielen. Krass, Mann. Warte, ist er schon auf PBE? Es macht die Option von Fero W tatsächlich sehr interessant bei Camps. Denn gerade bei Raptors, ich mache 300 Damage mit einer Fero W. Also Bonus-Damage. Zusätzlich zum Base 60 Damage oder sowas. Moment mal, wie clear ich überhaupt? Da oben will ich eh nicht ganken, nicht unten ganken. Digga, hört auf, mich voll zu spammen. Also, dann Challenger ist Pistol Elo. Nein, also das könnt ihr mal selbst definieren, wie ihr wollt. Also, wenn ich nach Statistiken gehe, ist alles unter Gold Elo. Also, Gold Elo ist die Mitte, alles drunter. Ne, Gold Elo schon hoch, ja. Also, ich sag persönlich, mit Piss Low ist so Gold und drunter. Ich finde, bei Platin, spätestens ab Platin können die Leute ihren Jungle auf jeden Fall vernünftig nicht clearen. Da muss ich bei Coaching eigentlich fast gar nichts mehr beibringen. Nennt man nämlich nicht den Kumit, ne? Oh, warte mal, das ist im Jungle hier tatsächlich auch nochmal sehr, sehr nice. Moment mal, kann ich im neuen Jungle früh clearen? Saftiger Heal. Ja, auf PB hat man immer Hyping. Die Server liegen ja auch in NA. Deren Spieler auch mal Vorteile bekommen. Moment mal, wollen wir echt mal Full Clear probieren? Oder soll ich gehen? Ne, ich gehe einfach Level 3 ganken. Oder? Maybe doch. Just for the sake of doing it. Oh, Jungle ist so angenehm. Ist der Lucian gerade mit 10% HP einfach reingejumpt? Beide tot sein, wenn Qiyana herkommt. Oh, kill him. Ah, kann eh, oder? Oh, Kata schmattert. Kata, alter Vater. Ah, schade. Ich hatte hier vorne verkackt. Ich dachte, ich habe eine Fero W gemacht. Aber ich hatte nicht eine Fero W gemacht. I'm too bad for this. Mach wie Agurin, ey, full clear. Und full clear. Das ist ja PBE.
Ich bin eher hier, um Sachen zu testen. Haben wir jetzt nicht Command für Pantheon? Ich weiß nicht, wie der Name des Commands ist. Bruder, ich komme da nicht ganken. Ich hole mir erstmal mein Level 6. Ich muss aber tatsächlich sagen. Also, Jungle ist. Fein. Wurde tatsächlich sogar auch mitgebufft. Na genau, es wurde sogar mitgebufft. Warum sehe ich die Ward da? Oh, warte mal. Ich hab vergessen, ich kann keine Tau-Hits mehr blocken. Ah, ich dachte, komm, Digga, easy dive. Ich block einfach den scheiß Turm, aber das geht ja gar nicht mehr. Oh mein Gott. Sorry, hab vergessen, dass Tower-Block nicht mehr geht. Ah, Joinks. Fucking Joinks. Warte, Potions brauche ich hier nicht drauf geschissen. PB-Bug im Moment. Nein, Pantheon kann mit seiner E keine Tower-Shots mehr blocken. Achso, mit den Wards, okay. Ja, du meinst das mit den Blocken. Also ich habe 2 Games Top-Lane-Pantheon gemacht. Ab sehr stark eigentlich. Ja, gerade auch wenn euer Q-Spieler keinen Cooldown hat. Ihr macht alle 2 Sekunden eine Q, Leute. Mega strong. Warte mal, ich gehe hier hin hoch, hol mir da mal 6. Wie früher, nein, hier ist es viel mehr auf Steroide. Denn er synergiert sehr stark mit dem neuen Cleaver. Conqueror ist immer noch sehr gut auf ihm, beziehungsweise jetzt noch besser, eben weil seine Q straight up 2 Sekunden weniger Cooldown hat. Warum spiele ich nicht eigentlich im Jungle als Power Farmer? Oha, er gönnt mir nicht die Seele. Die jumpt eh weg, wenn ich da hingehe. Warte mal, du sollst eigentlich nur Botman gehen, no? Brauch ein bisschen mehr Moves mit dem am Setup drin, fällt mir auf. Ich will die nicht. Die springt erst einmal weg. Ah, ich kill die nicht. Die nochmal mitnehmen. Fühlt sich sehr beschissen. Es ist ungewohnt. Also, tatsächlich ist das für mich ein sehr dicker Nerf im Jungle, weil es mir sehr viele Optionen wegnimmt. Aber für Toplane macht es nichts aus. Also, okay, was heißt, das macht nichts aus? Klar macht es schon irgendwo was aus, aber es ist im Vergleich nichts. Man hat die Shroud. Oh, ich hätte weiter nach hinten setzen sollen. Ah, nice, ich hab's mit dem Speer getroffen. Das ist eine von Pantheons neuen Mechanics halt. Wenn der Speer, den ich auf den Boden werfe mit meiner Ulti, jemanden trifft, kriegt er Damage und wird geslowed. Das heißt, der Follow-up ist sehr viel leichter. Und er kriegt Damage, ja. Er kriegt Damage von einer, er kriegt Damage, der den Wert einer nicht-empowered Q entspricht. Okay, die nehme ich mal eben mit. Ey, die sind nicht mal gelevelt.
Gold die einfach geben. Okay, gehe ich Prowler's Claw? Komm, dann einfach Prowler's Claw, weil es das beste Item ist. Einfach Prowler's Claw, weil das beste Item. Moment mal, warum habe ich auch keinen Sweeper dabei? Mach Prowler's Claw into W into One-Shot. Ey, Steve, haben wir das Command im Titel drin, ne? Das wäre nochmal leichter. Ey, Lux, willst du nicht herkommen? Dein Team braucht dich. Was hat mehr Range eigentlich? Ah ja, darf ich auch noch mal mit rankommen? Hello Boys, hello. I would like to join the fray. I would like to join the fray, so I can do some nice damage. Oh mein Gott, Digga, ich wollte auf E gerade drauf drücken. Ich dachte so, komm, kein Problem, du blockst einfach Tower Shots. Nein, ich kann dich ja gar nicht mehr. Upsi. Das muss ich, das darf ich echt nicht vergessen. Tower Shots nicht mehr blocken will. Ja, Panthers Windrate wird am Anfang mega tanken. Safe Call. Oh, scheiße, ich hab. Mein linker Fuß ist eingeschlafen, Leute. Ich brauche eine Fußmassage von euch. Oh, das geht hier voll auf den Sack. Sag mal, was hat jetzt mehr Range? Das ist... Okay, Prowler's Claw hat... Ey, warte mal! Prowler's Claw ist ja mega Müll! Der hat legit null Range! Warte mal, ich will mal kurz gucken, wie viel ich da rausholen kann. Na egal, warte, whatever, ich geh in die Base. Ne, Moment mal, ich nutze das nochmal. Okay, Leute, wir holen uns keine Prowler's Claw mehr. Chip-Item. Direkt Mega-Chip. Yo, cooles Item, probierst du es aus? Ah man, das ist Müll. Spiel ich lieber Bruiser Pantheon im Jungle. Als Lethality. Ey, warte mal, meine Ultis geht doch jetzt auch damit Lethality, no? Doch, der Part scaled immer noch mit Lethality dann. Und connect ich den? Ey, die killen alles ohne mich. Oh man, Leute, ey, hört auf alles ohne mich zu killen. Oh. Sie wie durchdashen Combo? Nee. Nee, das nicht. Das hört sich nicht cool an. Das hört sich nicht pock genug an. Ich würde mal gerne eine ganze Combo auf ihn machen und ihn einfach komplett wegvernaschen. Wie ein Snickers. Wie ein Snickers. Ja, na, you're next.
Kiana, you are fucking next. Don't. Drei, zwei, eins. Ey, Kiana, I said you are next. Kiana, macht sie Crux? Sie macht Crux, Leute. Safe macht sie Crux. So, auf safe kommt sie hier gleich vorbei. Digga, wer soll hier sein, hä? Wovor soll ich Angst haben? Ich bin die Angst. So, geh mit ihm hoch. Your team has destroyed a turret. Okay, Leute, wir geben jetzt unser Gold aus. Wir geben jetzt unser Geld aus. Nach dieser Wave. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal Panther Jungle, aber ich will mal Power Farmer ausprobieren. Den Collector nehmen wir. Nehmen wir auch nochmal mit. Und einfach noch einen Longsword. Hey, Moment mal. E lohnt sich doch mehr, wenn ich Lethality gehe. Stimmt. Doof. Like meine W-Damage wurde massiv erhöht, aber scaled halt mit der AP. Also mal Physical Damage, was mega weird ist. Oh, oh. Mein Speer killt sie, Leute. Look at this. Danke für den Buff, Riot. Ich muss sie wieder sehen. Leute, nicht vergessen, die Ulti applied jetzt ein nicht-amplified Q-Speer von mir. Das heißt, sie hat 400 Damage dadurch abbekommen, plus nochmal das Dark Harvest, was ich habe. Ey, mein Jungle, nein, egal. Ah, ich hab einen Debuff! Ich sollte mal mehr Jungle fahren. Lol. Ich habe Ghostblade. Oh, warte mal, ich brauch dafür gar keinen Longsword. BTF. Coach, by the way. Global Javan eh. Das Geld hat nochmal mit AD, ne? Digga, es hat 400. Guck mal, Leute, wenn der Speer trifft, 424 Damage. Wenn die Ulti nochmal dazu trifft, bis zu 500 Damage. Digga, wie Pock ist denn das? Ich bin mega langsam. Collected. Komm, dafür kriegst du ja die Krabbel. Komm, nimm. Fairer Tausch. Kannst du Api-Panther testen? Das lohnt sich nicht. Dafür wurde aber auch nichts geändert. Okay, Digga, er nimmt gleich alles. Sorry. Sieht so dumm aus, wenn da mal jemand abholt. Nein. Also an der W wurde, der Base Damage wurde nur erhöht bei der W. W hatte schon immer ein AP Scaling. Und da habe ich aber noch gedodged bekommen. Da hat er mich noch gedodged bekommen. Moment mal, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee, sie könnte funktionieren. Sie könnte aber auch fett in die Hose gehen. Oh! Sie hat tatsächlich funktioniert. Pff,
Very nice. Habe ich hier gerade einen 1300er Crit mit meinem Speer reingeballert? Habe ich ihr gerade 1300 Leben weggekrittet? Okay. That's interesting. Ja. Könnt den Solo machen. Okay, die wissen eigentlich, dass ich hier bin. Hey, lass sie spielen. Was mache ich jetzt hier mit? Ah, einfach nur Melly-Felty kaufen. Nee, weil hier ist mehr Lethality drauf, no? Zwei Lethality mehr. Let's fucking go. Let's get him, boys. Damage macht der Scheiß. Okay, ich hab bis zu 1000 Damage drauf. Das geht der Scheiß nicht mit Level, oder? Doch, das geht mit Level. Ist die Season 11? Leute, ich hab ihn durch den Shieldbau umgebracht, okay? Ich hab ihn durch den Shieldbau geone-shottet, als wäre ein Raptor. Ein Baby-Raptor. Soll ich Boots ausbauen? Keine Ahnung. Ey, warte, don't end. Warte. Moment, 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 Moment. LOL. Digga, was ist das für ein Damage? Ich meine, klar, und ich bin mega gefeelt gewesen. Ja. Aber das war echt. Ja, das war besonders.